zerbricht, sagst du zu mir, ich lieb dich nicht mehr, habe ich das richtig gehört? Du sprichst von Auseinandergehen, dass wir uns nicht mehr verstehen oder nicht durchs Leben zu gehen. Wer soll dich jetzt bitte retten? Lass uns reden, lass uns chatten, kannst du meine Tränen beziehen? Du und ich beschreie ich, das kann nicht sein, ich liebe dich, ich hasse dich, du grausames Wesen. Gestern noch geflogen, heute zieht sich weg der Boden und ich lieg besoffen und an den Dresen. Der Eigen über Liebe und Hass. Der Rest dazwischen macht doch am meisten Spaß. Der Eigen, der aufs Neue beginnt. Der Rest dazwischen war noch das Beste, doch zerrinnt. Die Sandkörner im Wind. Und der Reigen beginnt wie ein hilfloses Kind, wie ein Kabeltier auf allen Vieren. Doch wir stehen wieder auf und erlernen den Lauf, denn es gibt keine Zeit zu verlieren. Irgendwo, irgendwann springt die Flamme neu an und sie trägt auf Wolke 7. Alles dreht sich im Kreis und hört auf, wie man weiß, mit dem gleichen psychotischen Spiel. Hey. Der Eigen über Liebe und Hass. Dazwischen macht doch am meisten Spaß. Ein Reigen, der sich oft wiederholt. Aus den besten Freunden werden Feinde bis zum Tod. Der Rest dazwischen macht doch am meisten Spaß. Ein Reigen, der aufs Neue beginnt. Der Rest dazwischen war doch das Beste, doch zerrinnt die Sandkörner im Wind. Die Sandkörner im Wind. Die Sandkörner. Das ist verboten. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt Spaß hier draußen. Ein Stück zur Lage der Nation. Und die ist ja, wie wir bekanntlich wissen, beschissen. Aber sie geben uns Brot und Spiele. Uns am besten retten. Bomben in den Innenstädten. Terror, Panik, rechte Geister. Wir sind die Exportweltmeister. Und Medizin, Medizin, Brot und Spiele. Digital und viel, digital und viel. Und Spiele und Medizin, Medizin, Brot und
Spiele.
direkt aus dem Amp zu euch nach Hause. Viel Spaß dabei. Ein Stück für die Niedrigsten in unserer Gesellschaft. Auch die müssen erwähnt werden. Die Leute, die täglich rausgehen auf die Straße zum Flaschen sammeln. Sammeln. Wir machen weiter mit einem Reggae oder so eine Art Reggae. Das Stück ist den Leuten gewidmet, nicht nur den jungen Leuten, den anderen auch, aber hauptsächlich den jungen Leuten, die jeden Freitag auf die Straße gehen und dafür kämpfen, dass es endlich mit dem Klima, dass wir endlich was machen und dass es eine Klimawende gibt. Vielen Dank an euch Leute, weitermachen, das finden wir geil. Und das Stück heißt, es wird immer heißer, es wird 45 Grad. Darum muss man kämpfen, dieses Land geschüttelt von Krämpfen. Die Gesellschaft tief gespalten, neue Ideen festhalten an den Alten. Wir haben es doch in der Hand, doch alte weiße Männer regieren das Land zugrunde. Es geht alles vor die Hunde,
Immer weiter glüht die Lunte, ständig steigt das Thermometer und die Uhrzeit immer später. Leere Sprüche im Parlament. Schön dann! Grün, das Grab, die Erde brennt, vegetiert, alle Warnungen verdrängt, den Nischen auf alle Türen. Grün, das Grab, der es weiterlebt, immer die Verhältnisse gelebt, wir kriechen auf allen Vieren in die Ratte. In den Schatten. Lotto ein Sechser, beschwer dich nicht über Siri und Alexa. Ja, wenn es doch so gewollt, vom Digitalen überrollt. Überwacht von Lobby und Konzerne, doch Widerstand kann man nicht verlernen. Es liegt an uns, wir müssen nur wählen, was wollen wir unseren Kids erzählen? Ständig steigt das Thermometer und die Uhr zeigt immer später. Leere Sprüche im Parlament, schön dann. Verhältnisse gelebt, wir kriechen auf allen Vieren wie die Ratten. Vielen Dank da draußen. Vielen Dank. Wir kriegen schon raus, wie hier klatscht. Das ist schön. Und ich hoffe, ihr habt Spaß zu Hause an den Geräten. Und wenn ihr Lust habt, uns live zu sehen, wie gesagt, morgen 17 Uhr Unicampus. Mit Sebastian, der uns heute aushilft, weil Lukas heute auf Hochzeitsreise ist. Alles Gute, Lukas. Und vielen Dank, Sebastian. Sind wir mal ehrlich, schlecht stehen die Chancen. Wachstum und Gier, aber kaum noch Ressourcen. Bleibt nur die Flucht in die virtuelle Trance. Wir sind verdammt allesamt. Auf dem Planeten sind verdammt allesamt. Dahin kein Leben sind verdammt allesamt. Parasiten des Planeten. Parasiten des Planeten. Wir
wir sind verdammt allesamt. Auf dem Planeten sind verdammt allesamt. Da hilft kein Weg, sind verdammt allesamt. Parasiten des Planets, Parasiten des Planeten. Schon Schlimmeres als uns gesehen. Wir sind nur Gäste und müssen bald gehen. Niemand wird trauern vor unseren Grabsteinen stehen. Wir sind verdammt allesamt. Auf dieser Kugel sind verdammt allesamt. Da ist kein Kugel, sind verdammt allesamt. Parasiten des Planets, wir sind verdammt allesamt. Auf dieser Welt sind verdammt allesamt. Da ist kein Weg, sind verdammt allesamt. Parasiten des Planeten, Parasiten des Planeten. Das war's schon fast, das war ein Endspurt. Und wer genauso genervt ist von den Verschwörungstheorien wie wir, für den ist dieser letzte Song Wenn die Wolken ziehen.
Newcomer-TV. Einen kleinen Applaus für die Jungs. Mal ein bisschen klatschen hier. Super, obergeil. Großartig, dass ihr hier seid. Hi, Jungs. Ja, ich meine, wir sind halt alle so total, du kannst die Maske abnehmen, weil wir sind ja alle geimpft und safe sozusagen. Wir sind ja alle schon seit Wochen aufgeregt, dass du hier bist, Jason, mit deinem Album, das du hier präsentierst. Du bist für mich jemand, ich habe vorhin überlegt auch und ich habe auch schon mit dem Bernd Friedrich darüber gesprochen, ich bin ja irgendwie 78, 79 bin ich nach Frankfurt gekommen und irgendwann in den 80ern warst du schon als blonder Punkheld mit diversen Bands unterwegs. Kannst du dich noch erinnern? Ich kann mich sehr gut erinnern und ich kann mich auch an einen Schlagzeuger erinnern, der bei Flatsch gespielt hat, den ich immer sehr bewundert habe und den ich dann plötzlich kennenlernen durfte. Glaub, genau. Und jetzt sitzen wir hier sozusagen der Club der alten Männer. Genau, genau. Du warst noch ein bisschen älter, glaube ich, aber ich weiß nicht viel wahrscheinlich. Auf jeden Fall haben wir uns da kennengelernt von der musikalischen Seite und auch noch von der persönlichen und seitdem, ja. Genau, und das ist ja auch so was Magisches. Je älter man wird, desto, und wenn man irgendwann mal 10 Jahre auseinander war und wenn man dann ein bestimmtes Alter erreicht hat, hat man das Gefühl, man ist gleich alt. Ja, Alter ist ja relativ. Ich meine, wir sind heute bei Newcomer und wir betagten Herren als Newcomer ist natürlich ein Witz, aber Newcomer ist ja auch ein schöner Begriff. Als Musiker erfindet man sich ja auch immer wieder neu. Von dem aus sind wir gerne heute bei Newcomer. Ich kenne dich als jemand, der Bands gegründet hat, der 3 O'Clock Heroes war eine sehr bekannte Band. Dann gab es noch eine Band davor, an die ich mich nicht mehr erinnern kann, genau an den Namen meine ich. Du hast wahrscheinlich The B-Call, das war das Vorläuferding, das war so ein bisschen diese autonome Hausbesetzerschiene. Mit der Suse auch? Nein, das nach B-Call kam dann mit der Suse, mit die Suse von den Slacks hat da damals noch gesungen, also Haupt, als Frontfrau. Bei Infected Virgins, da bin ich eingestiegen, genau. Hast du da nicht auch mal Schlagzeug ausgeholfen? Bei 2 Gigs. Ich kann mich dunkel erinnern. Irgendwie, genau. Und wie gesagt, dann zogen die Jahre ins Land. Du warst in verschiedenen, auch irgendwelchen AC/DC-Tribute-Bands. Ja, als das Alter dann zusätzlich dazu kam, da kommt ja auch oft die Sache, viele Musiker kommen dann vor die Entscheidung, höre ich ganz auf. Oder bei mir war es natürlich dann so, also ich mache nie Coverbands, dann kam AC/DC als Tributebands, habe ich immer ausgeholfen und das hat mir eigentlich ziemlich Spaß gemacht, weil ich da nicht in der ersten Reihe stehe, als Malcolm Young in der zweiten Reihe. Und seit 2015 mache ich diesen Job bei Hole Full of Love, eine fantastische Tributeband und das mache ich sehr gerne. Genau, und jetzt, nach all den Jahren, hast du wieder ein Album, deutschsprachiges Album rausgebracht. Früher hast du deutschsprachig nicht, sondern warst eisern englischsprachig, weil der Punk kommt aus England. Und ja, ich war ja auch oft in England, habe mich da in besetzten Häusern rumgetrieben, aber du kennst das noch, in den 80ern oder 90ern, fantastische Band, der Sänger macht seinen Mund auf und singt Deutsch und alle Das war überhaupt nicht angesagt. Genau. Das hat sich eigentlich erst durch den deutschen Hip-Hop verändert und deshalb auch einen großen Applaus, dass das die deutsche Sprache auch wieder wertig gemacht hat. Und als ich durch war mit 3 O'Clock Heroes, da war das Thema für mich, Mensch, ich schreibe so gute Texte, engagiert und es hört keiner zu. Wenn wir in England gespielt haben, hat jeder jedes Wort verstanden und das war natürlich eine ganz andere Wertigkeit. Und ich versuche es jetzt in Deutsch, weil für mich ist Sprache ganz wichtig bei der Musik, weil das transportiert das Gefühl der Musik. Ich möchte noch ein bisschen in Erinnerungen schwelgen, weil wir erleben ja gerade durch Corona in einer Zeit, wo Clubs zumachen und wo es immer schwieriger wird, überhaupt Auftritte zu kriegen. Erinnerst du dich noch an die Zeiten vom Jutz Bockenheim? Ja, wir haben da oft gespielt. Das war eine ganz lebendige Szene. Ich erinnere mich an einen Auftritt, das war nach dem Tod von Günter Saré, der von Wasserwerfer überfahren wurde, auf einen Solidaritätsauftritt. Das waren schon sehr emotionale Sachen und das waren riesiger Underground-Szene. Ich erinnere mich aber auch ans Negativ und an Clubs und ich wünsche mir natürlich wieder, dass die Vielfalt der Clubs auch wieder steigt, weil für die ganzen jungen Bands ist es einfach schwierig, wenn man immer nur im selben Laden spielt. Clubsterben ist groß, aber ich erhoffe mir, dass es wieder besser wird.
Ich meine, es ist ja unglaublich traurig, der alte Singkasten, wo das Zoom jetzt ist, wird irgendwie entkernt, dieser historische Ort, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, also wo ja damals in den 70ern irgendwie, also 68 irgendwie so Bands wie Hendrix und was weiß ich, die haben ja im alten Zoom gespielt, können sich die Leute gar nicht daran erinnern und das wird jetzt entkernt und irgendwie, ich meine, da geht mit diesem historischen Erbe dieser Underground-Szene wird eigentlich relativ scheiße umgegangen, oder? Ja, aber ich sag mal, wie im Fußball, Lebbe geht weiter. Du musst einfach nach vorne gucken. Beim Singkasten oder Zoom ist es natürlich nicht auch die baulichen Auflagen vielleicht zu groß gewesen. Ich habe gehört, dass sie auch umziehen, ich glaube Richtung Hanauer Landstraße. Die sind dann im Cocoon. Ah ja, das ist doch schon mal okay. Und, ja, das ist ein Riesenladen. Macht doch nichts, man kann ja irgendwie dann mehr Leute reinlassen. Ne, das ist schon richtig, aber ich liebe ja diese kleinen Clubs. Du hast vorhin vom Negativ gesprochen, was ein geiler Laden. Und da waren internationale Bands drin in so einem kleinen Laden. Ich meine, das geht halt alles vor die Hunde. Das stimmt, da bleibt zurzeit nur noch der Dreikönigskeller, wenn du so willst. Und da passen nur 50, 60 Leute rein. Allerdings muss ich sagen, ist das auch ein schöner Club. Und ich erhoffe mir wirklich, dass es wieder mehr Clubbetreiber gibt, die Mut haben, kleine Clubs zu machen. Es gibt viele junge, tolle Bands und Musik muss ja auch immer weitergehen und ja, das finde ich wichtig. Kommen wir zu deinem Album, deinem aktuellen Album, mit dem du heute hier mit diesen wunderbaren, gut gebauten Jungs einen Ausschnitt rausspielen willst. Worum geht es in deinem Album? Ja, stell erstmal die wunderbaren Jungs vor. Das ist der Gero, der Schlagzeuger. Der hat mich schon bei den Bornheim-Bombs begleitet. Und unser Bassist, der Lukas, ein ganz junger Bassist, der ist heute auf Hochzeitsreise. Jetzt wisst ihr es alle, er ist leider nicht da. Und wir freuen uns, dass der Sebastian uns heute aushilft. Und wir haben zweimal mit ihm geprobt. Und das ist der Wahnsinn! Er ist so gut. Er ist so gut. Worum geht's in deinem Album textlich? Was erzählst du für Geschichten? Naja, ich erzähle alles, was mir im Kopf rumgeht. Also es geht um Liebe, es geht um Revolution. Es ist immer so, ja, was mich halt beschäftigt. Ne? Es gibt wichtige Texte. Also ich versuche nicht irgendwie einen Blabla-Text hinzukriegen. Für mich ist auch wichtig, dass Text und Musik eine Einheit ist. Und ob das jetzt ein Beziehungstext ist oder ob das jetzt um die Untersten der Gesellschaft geht, die Flaschen sammeln gehen. Ich versuche das so auszudrücken, dass es jeder versteht, dass es weder schwulstig oder auf der anderen Seite aber auch nicht aggressiv und agitativ klingt. Das ist so. Du bist ja eigentlich jetzt mit deiner Band auf einer 2-Gig-Tournee. Das heißt, morgen spielst du vom offenen Haus der Kulturen am alten Unicampus, auch ein historischer Ort. Ja, genau, wir haben das Hotel schon gebucht, dass wir gleich weiterreisen können. Ja, das alte Kotz, da kann ich mich natürlich auch dran erinnern, dass jetzt das Haus der Kulturen wohl wird. Und da freuen wir uns total drauf und wir hoffen, dass das Wetter ein bisschen mitspielt. Und ich habe gehört, es spielen auch tolle Leute mit, tolle Bands und es lohnt sich auf alle Fälle, also kommt alle vorbei. Weil ihr könnt endlich mal wieder Live-Musik sehen. Das ist ganz wichtig, egal wenn es regnet. Genau, es ist ein Open-Air, wie ihr jetzt schon erraten könnt. Und ihr spielt zu einer relativ unchristlichen Zeit, nämlich um wie viel Uhr? Nee, die ist super, die Zeit. Da kann ich meine Kinder mitnehmen. 17 Uhr, also alle, die Kinder haben, kommt vorbei.